Begrüße euch zu einem neuen Vlog. Heute ist Tag 14 vom Wochenbett. 2 Wochen ist die Maus schon alt. Vor 14 Tagen um die Zeit war sie richtig newborn, neugeboren. Die Zeit geht so schnell, ne? Aber sie ist immer noch klein. Es ist schon ein bisschen später. Ich weiß gar nicht genau, wie spät. Schau mal, ich habe gerade hier ein Föhngeräusch laufen. Um 12.50 Uhr. Da ist sie. Ich habe das jetzt hier reingetan, weil ich die Bezüge davon mal wasche. Ja, oh, süße Maus. Hm, wachst du gleich auf? Ich war gerade oben und habe mich fertig gemacht im Bad. Und dann hat es geklingelt. Das war DHL. Smurfy, komm mal rein. Komm mal rein, lass mal den Schirm in Ruhe. Wir haben Pakete bekommen, einige. Das, gute Nachrichten. Wir hatten nämlich immer diesen veganen Speck von Vivera gekauft. Der war so lecker, der war richtig gut und der war dann immer ausverkauft. Und dann gab es ihn nicht mehr. Dann hat Bernd die angeschrieben und die haben gesagt, die sind zurzeit aus dem Sortiment raus. Und wir waren schon richtig traurig. Aber ja, jetzt gibt es die wieder und wir haben direkt 20 Packungen bestellt. Ja, gut, ich hole jetzt mal die Pakete rein. Die sind ein bisschen schwer und dann zeige ich euch, was wir gekauft haben. DM ist auch wieder dabei. Ich brauchte unbedingt neues Waschpulver und alles, weil wir ja jetzt durch die Stoffwindeln so viel Wäsche haben. Also mehr als sonst. Ein Tee, Sonnentor, Frosch im Hals. Ach, guck mal, die haben hier sogar handschriftlich draufgeschrieben. Danke, Bernd. Ich zeig euch den Speck. Der ist das. Das ist so ein Kühlversand gewesen von Vivera. Der ist in so kleine Scheibchen und der ist richtig, richtig lecker. Damit machen wir Speckböhnchen, damit machen wir Bratkartoffeln. Kann man auch ohne alles essen, ich weiß, aber mit ist es halt so ein besonderer Pfiff. Oder wie heißt das? Flammkuchen machen wir damit. Aber ja, das super Gute ist, guck mal, der ist jetzt bis März haltbar und wir können den auch einfrieren. Und das machen wir halt immer. Und dann können wir das halt nach und nach alles auftauen. Die Maus ist aufgewacht. Guckt sich noch ein bisschen um in ihrem Laufstall. Mein Lieblingsgeräusch, die Waschmaschine ist fertig. 4, 2, 4, 6. Genau, und das 20 Stück. Platz haben. Oh. Das wird knapp. 10 sind schon mal drin. Okay. Und hier ist DM. Ich weiß nicht, ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht komplett auszupacken. Weil die Maus hat gleich bestimmt Hunger, dann muss ich unterbrechen. Alles wird hinten angestellt. Das Baby hat immer Priorität. So soll das sein, ne? Ja, ach, guck mal. Ja, ihr wisst, wir nehmen ja Stoffwindeln. Ich habe trotzdem einmal jetzt die Dreier bestellt von 4 bis 9 Kilo. Die Livia wiegt jetzt ungefähr 3400 Gramm, weil wir für unterwegs nehmen wir immer diese Wegwerfwindeln. Wir sind nicht viel unterwegs, deswegen hält sich das in Grenzen und ein so ein Paket reicht uns erstmal. Oh, das haben wir aber diesmal schön gemacht. Ich zeige euch mal. Ach, jetzt klingelt das Telefon. So, und zwar packen die normalerweise sowas hier. Nochmal eine Plastiktüte und das haben sie diesmal nicht gemacht. Die machen das ja zur Sicherheit, dass wenn da was ausläuft, dass das nicht alles versaut wird. Aber das ist ziemlich schön gemacht. Und ich wollte euch zeigen, wir haben uns mal diesen hier bestellt. Falls da jemand Erfahrung mit hat, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, weil wir versuchen nicht so Deo und Parfüm zu nehmen, weil wegen der Kleinen, ne, dass wir halt nicht so, dass wir nach uns riechen und nicht nach Duftstoffen.
Aber ohne Deo ist auch doof. Und Natron will der Bernd nicht nehmen. Was ja auch, was man nehmen kann unter die Achseln gegen Schweißgeruch. So. Und ich habe ihm das jetzt mal bestellt, um mal gucken, wie das funktioniert. Ich weiß gar nicht, muss man das mit Wasser hier trocken aufbewahren? Anwendung. Mit Wasser bestreichen. Ja, und dann über die Achsel. Ja, das probieren wir mal aus. Dann hat Bernd diese getestet schon mal. Diese, so eine Duschseife. Die ist für Körper, Gesicht und Haar. Und die kann man sogar so aufhängen in der Dusche. Und die fand er super. Die kostet, glaube ich, 2,50 Euro. Letztes Mal war sie ausverkauft, als ich bestellt habe. Diesmal gab es sie wieder, habe ich direkt zwei Stück bestellt. Die ist total ergiebig. Damit kommt er 3 Monate oder so aus. Ja gut, 2 vielleicht. Ich will jetzt nicht übertreiben. Aber die ist echt ergiebig. So, dann habe ich einmal Küchenreiniger wieder bestellt. Der hält bei uns auch ein halbes Jahr oder so. Aber jetzt brauchte ich mal wieder einen neuen. Dann habe ich 2-mal Stilleinlagen bestellt, die ein bisschen verbeult sind. Jetzt ist ja nicht so schlimm. Ich habe zwar eigentlich die aus Baumwolle, aber da ich nur 4 Paar habe, also 8 Stück, sind die manchmal in der Wäsche. Ich trage die ja nicht 3 Wochen oder so, dann sind die in der Wäsche und dann benutze ich diese Stilleinlagen. Das sind die günstigen vom DM und für meine Zwecke reichen die auch. Was haben wir hier? Achso, dann habe ich ein Fieberthermometer für die Maus bestellt. Wir hatten keins mit so einer flexiblen Spitze. Das ist jetzt halt blau-weiß. Wird den Bernd nicht so freuen, aber egal. Es erfüllt seinen Zweck, ne? Wir hoffen, dass wir es nicht oft brauchen. So, dann Waschpulver für schwarze Wäsche. Waschpulver für weiße Wäsche, 3 Stück. Da fehlt aber noch was von meiner Bestellung. Ich hatte noch Color-Waschpulver bestellt. Und eine Nagelschere für die Maus, eine Babynagelschere. Ja, dann habe ich mir neue Tages- und Nachtcreme bestellt. Ich nehme mal die vom DM, Antifalten. Ne, für reife Haut, ihr wisst Bescheid. Es hilft nicht, aber ich nehme sie trotzdem, die riecht gut. Deswegen nehme ich die. Ja, und ich vertrage sie ganz gut. Und ich habe mir ein Deo mit lecker Duft bestellt, das mag ich sehr gerne. Das könnt ihr wieder nicht sehen. Könnt ihr nicht sehen. Das heißt jedenfalls Golden Moon von Balea. Ein Deo-Spray. Ja, dann kommt da wahrscheinlich noch eine andere Lieferung an einem anderen Tag. So, und jetzt wollte ich eben die Maus stillen und dann sie ins Tragetuch packen. Ich habe eine neue Wickeltechnik mir angeguckt auf YouTube. Ja. Und das hat uns beiden, der Maus und mir, super zugesagt. Ne? Damit haben wir heute Morgen schon richtig schön hier den Haushalt gerockt ein Stündchen, ne? Du hast schön geschlafen. Und das mache ich gleich wieder, mir die da reinpacken. Das ist richtig schön gemütlich für sie. Ich habe ja dieses hier, so ein flexibles von Amazon, super zu empfehlen. Und dann gehe ich mit ihr und Smurfy spazieren. Ne, Smurfy? Gehen wir gleich weiter, ne? Ja, ich fütter eben die Maus, okay? Dann gehen wir in die Felder spazieren, ja. Wir werden das heute ausliefern und Calvino hat oben noch Homeschooling. Und heute ist es richtig schön. Ihr seht das wahrscheinlich im Hintergrund in den Fenstern. Da kommt Sonne rein und dann muss ich einfach mal raus. Ich möchte gerne den blauen Himmel sehen. Oh, da freue ich mich jetzt richtig drauf. Die Maus ist so Durst, ne? Hunger und Durst. Ja. Smurfy, komm hier. Fein. Hm? Ach, super. Muss immer dabei sein, ne? Ja. Passt immer auf. Hat keiner von euch was zu erzählen? Das war wunderschön beim Spazierengehen. Eine große Runde gemacht. Calvino ist auch mitgekommen. Bernd ist uns entgegengekommen dann, ne? Dann haben wir gegessen. Smurfy. Und ja, jetzt wird gestillt und gleich schneide ich den Männern die Haare. Gibt den Lockdown-Haarschnitt, ne? Mhm. Nein, ich schneide denen immer die Haare. Wir haben jetzt einen Aufruf gestartet. Man soll jetzt den Friseur per FaceTime anrufen.
mit ihm reden, unterhalten, die selbst die Haare schneiden und ihm das Geld für die Behandlungen spenden. Haben jetzt einen Aufruf gemacht in den Gruppen. Das kann ich ja mit Nagelstudio dann auch so machen. Melde ich das wieder an? Können die alle mit mir FaceTime? Ich unterhalte mich, haben wir euer Gerede an. Ja, und spenden. Ja, genau, so wie die Arbeitgeber auch alle schon Weihnachtsgeld ganz früh auszahlen sollten und so. Egal. Nee, ich habe meine halbbare Ware gekriegt. Jedenfalls. Ja, schneide ich den Männern die Haare, das mache ich aber immer so, das machen wir nicht nur im Lockdown so. Also meistens. Manchmal gehen die auch zum Friseur. Ist schon wieder abends, es geht schon, also der Tag ist schon wieder rum. Wie spät haben wir überhaupt? 16 Uhr gleich? Die Tage gehen so schnell rum. Man kommt zu nichts. Ich habe immer noch die Hälfte von der DM-Bestellung in der Küche stehen. Das muss nach oben alles. Und was in HWR kommt, habe ich schon in HWR geräumt. Ja. Man kommt zu nichts. Und der Bernd hat jetzt den Kamin angemacht. Nächste Woche soll es nochmal minus 8 Grad werden hier bei uns. Dann können wir es hier schön muckelig warm halten. Jetzt muss ich die gleich ganz vorsichtig in den Laufstall legen, ohne dass sie wach wird. Ich habe meins welchen bestellt. Ja, bestellt, was? Zwei hochwertigere bestellt, nicht mehr diese billigen. Und die haben hier unten so eine Metallverstärkung, dass sie auch in der Nacht. Dass sie nicht abknicken. Du hast mal zwei bestellt für 15 Euro und ich habe nochmal zwei bestellt für 5 Euro. Wir hatten aber auch mal welche, die waren unten ums Eck. Das Kabel, so wie das, genau. Ja, das ist hier immer gebrochen dann. Ja. Bernd bestellt gerade neue Ladekabel, die gehen bei uns immer irgendwie kaputt. Ja. Wir nehmen immer die mit Übergröße, ne? 2-3 Meter. Jedenfalls muss ich die Maus jetzt gleich ganz vorsichtig in den Laufstall legen, damit ich den Männern die Haare schneiden kann. Und, was wollte ich sagen? Dass wir Mütter das alle können, zu laufen, ohne Staub aufzuwirbeln, dass die Kinder weiter schlafen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das auch alle so macht oder gemacht habt früher, dass die Kinder bloß weiter schlafen. Guten Morgen! Es ist der nächste Tag, offensichtlich, glaube ich offensichtlich. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zuletzt die Kamera angeschmissen habe, ehrlich gesagt. Moment, ich muss mal eben die Kleine anlegen. Das schmeckt. Heute gibt's Bananenmilch. ja, ich weiß nicht, wann ich zuletzt die Kamera an hatte. Und das wird jetzt seit langem mal wieder ein Vlog, der, glaube ich, über 2 Tage geht. Denn, ja, ist einfach so. Gestern habe ich nicht so viel gevloggt. Und ja, dann abends. Ich bin dann auch echt müde nachmittags und abends. Ich schlafe dann hier auf dem Sofa teilweise ein und dann wache ich wieder auf und dann gehen wir halt einfach nur noch nach oben ins Bett. Und deswegen verpasse ich das dann abends, mich vom Vlog zu verabschieden. Es ist jetzt noch morgens, ich glaube jetzt haben wir so 9:30 oder so. Ich war schon um 6:30 wach, war direkt duschen, die Haare sind schon fast wieder trocken. Bernd war mit dem Smurfy raus, ja, dann halt um die Kleine gekümmert, gestillt, Calvino Frühstück gemacht, der hat ja Homeschooling und das Bett habe ich abgezogen, ganz wichtig, ich verliere nachts echt viel Milch und deswegen muss ich das jetzt so oft beziehen, das Bett, weil ich es einfach hygienischer finde, wenn das da frisch ist, einfach, ja, und der Kamin läuft wieder. Gut, genau. Und wir bekommen gleich Besuch, aber nur ganz kurz, so für ein Stündchen auf einen Kaffee. Und da freuen wir uns. Ne, du Maus? Du bist so süß. Die hat heute super geschlafen wieder. Einmal war sie wach, da hat sie, glaube ich, ein bisschen Bauchschmerzen gehabt. Aber ansonsten war alles super. Aber das war jetzt auch nicht stundenlang, deswegen so 10 Minuten oder so und dann war wieder gut. Wir haben wieder ganz viele Geschenke bekommen. Zu so einer Geburt bekommt man ja echt viel. Und ich zeige euch mal, was wir heute geschenkt bekommen haben. So, einmal, guck mal, so ein schöner Schlafanzug und ohne Füßchen. Richtig cool. Wenn ich die Maus dann in die Trage, ins Tragetuch reinmache, dann kann sie den auftragen. Ach, da die wohl im Backofen packen, nicht für so, oder lieber eine Auflaufform? Ich würde lieber eine Auflaufform nehmen, weil die ist so 60er-Jahre-mäßig. Ich weiß nicht, ob die das aushält.
Dann haben wir einen so eine Rassel bekommen. Gut, dass wir nicht so viel gekauft haben. Obwohl wir ja nichts haben wollten. Ja, aber ne, wir haben ja auch selber nicht viel gekauft und deswegen können wir alles eigentlich auch noch gebrauchen. So ein Schnuffeltuch, davon hat sie auch schon richtig viele bekommen. Bestimmt 5 oder 6 Schnuffeltücher hat sie schon. Die kommen wir noch ran. Stimmt. Und dann das hier, so ein Beißring. Und das ist richtig cool, solche Sachen. Manche haben auch Sachen geschenkt, die halt für später sind. Zum Beispiel diese Flasche hier, die hat schon so einen Sauger für, wenn sie halt ein Jahr ist. Wenn man unterwegs ist, kann man da Wasser reinmachen oder Cola mit Wodka. Oder Red Bull. Oder hier Schnuller ab 16 Monate, falls man doch irgendwann später, falls ich dann nicht mehr still, das weiß ich ja nicht, und wir doch einen Schnuller geben möchten, sind die halt für später. Dann hat sie noch das bekommen. Und das ist so cool, das kann man am Kinderwagen oder am Maxi-Cosi dran machen. Oder wo auch immer man das dran machen möchte. Hier auch mit Beißring. Ein Spiegelchen. Richtig schöne Sachen. Und das finde ich besonders toll. Das ist sowas, was man aufhängen kann. Wo kann ich euch das denn jetzt zeigen? Ach, hier an der Garderobe. Zeige ich euch das. Hier. Das ist sowas, was man halt ausmessen kann, dass es auf 50 cm hängt. Und dann kann man immer eintragen, wie groß sie ist und vielleicht das Datum noch hinschreiben. Und das kann man halt überall mit hinnehmen, selbst wenn man mal umzieht. Das finde ich richtig toll. Da hat man ein Leben lang was von. So, und jetzt, den hat Calvino gefunden in seinem Zimmer hier. Den hat Calvino damals mal auf dem Weihnachtsmarkt bekommen von mir. Ist der nicht schön, der Ladybird? Der hatte hier noch so eine Kugel, wo man dann dran ziehen könnte. Genau, irgendwie halt so über einen Laufstall. Der Bernd macht jetzt halt so einen Haken da oben rein. Und dann kommt der da dran. Den muss ich nur ein bisschen entstauben. Den hat Calvino seiner Schwester zur Verfügung gestellt. Ja, ja, so, dass sie halt das sieht, wenn sie da im Laufstall ist, ne? Ja. Weil die Decke ist ja so öde weiß. Dann entstaube ich den eben. Hallo. Hallo, na, hast du schulfrei oder Pause? Nein. Hm? Pause. Pause? Ich kann mir gleich noch nicht aus. Ach, stimmt. Ja. Wir feiern die ganze Nacht. Ich muss die erstmal reinkriegen, warte bitte. Ach, hast du doch einen weißen Haken? Ja, hab ich doch gesagt, einen dreckigen weißen. Ach so. Brauchst du einen Schraubenzieher oder? Muss mal kraften. Die Maus lässt sich von nichts stören. Was ist der Etty? Der Etty ist in seinem Körbchen, lässt sich auch von nichts stören. Ach, meine Fresse. Ja, der ist sehr dick, ne? Hauptsache, der fällt da nicht auf die Maus drauf, der Ladybird. Ja, zu überleben. Boah. Ja, jetzt. Muss ich nur den Faden verlängern, sonst kann ich da gar nicht dran ziehen. Glaube ich. Ein bisschen krumm ist, aber ist ja egal. Ja. Krumm ist modern. Ja. Da wird es aber Augen. Oh doch, da kann ich dran ziehen, da komme ich dran. So groß bin ich wohl noch. Hui, endlich darf er wieder fliegen. Und wie war das? Erst wollte ich so eine Mobile-Stange bestellen. Bis jetzt? Aber da habe ich gedacht, das wäre ja die günstigere Alternative. Ja, 13 Euro gespart. Wie der Smurfy den anguckt. Nimmst du heute Abend auch deine Pizza? Wer ist das, Smurfy? Wie ist das? Nee, glaube ich. Fein bist du, ne? Mit deinem riesen Wolkenkörbchen. Ja. Darf ich dich kraulen? Oh, fein bist du. Hm? Der gefällt dir nicht, ne? Das Murphy sagt, der Ladybird ist doof, wie der den anguckt. Bekommen. Ja, von Tinkerella. Los, was gibt es denn da, Feines? Und das steht auch sein Name drauf. Livia. Livia, wow. Ah, das ist an uns alle adressiert. Ja. Für den Bernd ein Weißring. Zeig mal. Wow, schön. Und von Etty. Smurfy, hör mal auf.
Das Ganze im Attic eben. Toll. Schön. Also Tinkerella, wer das nicht kennt, das ist eine Seite www.tinkerella.de. Oh, eine Spieluhr. Ein Spielesel. Ein Spielesel. Jedenfalls, da gibt es richtig schöne Sachen so zu verschenken, zu kaufen. Ich sag das nicht, weil ich da Geld für krieg. Genau, das sind die, wo wir auch schon mal die Currywurst gezeigt haben. Die haben halt auch noch so einen Shop. Ich verlinke euch den mal unten. Und die Karte, oh, ist die schön. Die muss ich auch an den Kühlschrank machen. Dankeschön. Oh, da wird sie wach. Da kann man halt so, was machen die? Die machen so schöne kleine Pakete, die basteln. Und dann, das kann man voll schlecht erklären. Guckt euch das gerne an, die Seite. Falls ihr mal keine Idee habt, was ihr zum Valentinstag schenken sollt, Weihnachten, Muttertag und so. Da wird man fündig, so. Jetzt muss ich, glaube ich, stillen. Ich befürchte, ich mache es ja mal kurz trocken. Okay. Mein Typ wird verlangt. So, wir sind zurück von unserem großen Spaziergang. Smurfy war sehr begeistert. Und jetzt machen wir hier gerade Pizza. Und wir haben wieder unseren tollen Speck. Den gibt es wieder zu kaufen. Wir müssen uns immer drauf machen zusammen. Ach so, okay. Eben die Pizza in den Ofen gehievt. Und dieser Speck, den gab es ganz lange Zeit nicht mehr. Und jetzt gibt es den wieder. Und jetzt gibt es Flammkuchen von unserem tollen Pizzastein. Den kennt ihr noch vom letzten Sommer aus dem Garten. Und Calvino, der chillt mit Livia da ganz hinten. Ich wollte mich nur noch verabschieden. Wir gehen jetzt schlafen. Danke euch fürs Zuschauen. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.